grüßt euch, Leute, und herzlich willkommen zurück zu... Ich habe keine Idee, also mache ich Videos über Killer, die gerade einen neuen Skin bekommen haben. Folge 2. Dieses Mal mit dem einzig wahren Wilson Gonzalez Oxenwraith, um die Serie entsprechend zu vervollständigen. Ich habe, um das zu zeigen, auch extra Memento Mori dabei. Und es ist mir auf halber Strecke aufgefallen. Hey, Seth, Wraith hat einen First-Person-Mori, du Vollidiot. Ja, gut, also ist das ziemlich sinnlos. Solltet ihr keine sexuellen Fantasien gegenüber seinem Unterarm hegen. Wobei ich gestehen muss, ist der Kommentarbereich ist sicherlich voll mit solchen Leuten. Hey, yo! Ich habe dein ganzes Nest gefunden. Memo, guck mal. So. Dich lasse ich da mal. Geh auf die Verwundete. Ich habe jetzt hier auch meinen Lieblings-Wraith-Build mit dabei. Mit dem, wo ich schnell Paletten zerstören, Generatoren kicken kann. Und mich danach superfix uncloake. So, warte mal. Waren die da jetzt gerade an meinem Totem? Oh nein. Ich hab's gerade nicht mitgeschnitten. Oh, bitte lass es Thrill sein. Oh, es war aber auch unlucky, Alter. Na dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen mit zwei Perks. Ein Hochgenuss. Eier. Wo war die denn? Okay. Nee, fein. Passt. Oh, jetzt habe ich nicht mal einen Speedboost bekommen. Hi. Okay, ich glaube, Aston, ich hatte gerade nachgeguckt, hat über 2000 Stunden. Manchmal klicke ich mich da spaßeshalber rein, um das abzuschätzen. Nee, kein Panikdrop. Ach, komm schon. Warum muss ich denn da so abdriften? Damn it. Boah, wie viel Distanz die gut macht. Mal gucken, ob die auf meinen Bild reinfällt. Mal gucken, ob die early die Palette droppt und mir damit einen Vorteil verschafft. Wait, wir haben ein anderes Opfer. Oh, du bist ein kleiner Snack. Oh nein. Hi. Ach, das kannst du deiner Oma erzählen. So ein Quatsch. Wraith, es wird Zeit, in eine längere Axt zu investieren. Schau doch mal an deinem Gothic-Laden des Vertrauens vorbei. Die haben da, glaube ich, was deinen Geschmack trifft. So, willst du jetzt super annoying sein, oder? Yeah, do it. Okay, die hat mich jetzt beobachtet, meine Strategie gecheckt. Mal gucken. Das Geile ist, ich habe herausgefunden, ich kann ja auch einfach den Cloak fake. Wisst ihr, was ich meine? Das werde ich mal probieren. Also die Leute, die Paletten nicht droppen, da fake ich einfach den Cloak, wenn sie wissen, was ich vorhab. Und dann kann ich sie hitten, weil sie weiterrennen. Und ich meine, wenn sie die Palette droppen, dann cloak ich einfach zu Ende und zerstöre die schnell. Das ist übelst stark, Alter. Warte mal, ich guck mal, ob ich das exemplarisch zeigen kann. Okay. Ich dachte, sie checkt und droppt trotzdem. So auf 50-50-Style. Mindgame. Hat geklappt. Okay. Jetzt wird es ein bisschen cocky, versucht Paletten auszuspielen, die echt beschissen sind. Hier ist gut. Wartet mal. Pass mal auf. Sie weiß ja, was wir vorhaben. Fake. Nur an Deadheart kann ich das. Oh, sick Deadheart. Ja, vielleicht die andere Richtung. Sie kam nicht schnell genug um die Ecke. Okay, so machen wir das. Nice, Alter. Boah, ich liebe das. Ich dachte so, ja, es ist eine spaßige Angelegenheit, bis sie drauf kommen, halt einfach mal nicht die Palette zu droppen. Aber du musst ja nie vollständig cloaken. So. Okay, jetzt habe ich... Ja, ein Infoperk fehlt halt. Jetzt bereue ich das, hier, Thrill und, Ach, ich habe gar nicht Devour Hope mit dabei, fällt mir ein. Oh, ich wollte. Oh, ist das dämlich. Sorry, ich bin total dämlich. What the fuck habe ich... Ja, ihr fragt euch sicherlich... Egal. Ihr hört mir sowieso nicht zu. Ihr habt das Video sowieso auf Stumm geschaltet, weil ihr es nicht aushaltet. Weiß schon. Darum geht's auch gar nicht. Okay, kein Deadheart? Nice. Ja. Na und? Hä? Ist doch egal, hä? Ich hab gar nicht von Devour Hope geredet. Ich hab das gerade irgendwo gelesen. Ja, scheiß drauf, Digga. Jedenfalls. Wo sind die kleinen Schweinchen?
Ich habe von Anfang an dann quasi eigentlich nur mit zwei Perks gespielt. So fühle ich mich irgendwie besser über mich. Au, 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 der Mini-Speed-Boost. Da war er. Ja, die Palette ist weg. Ja, du wünschst dir, er wäre noch da, ne? Komm her. Zeig mir, wo die ganze Claudette-Familie wohnt. Jojo. Lol. Ich hätte es doch einfach vorher anklopen können und sie dann... Oh, wait, Dead Heart? Okay, kein Dead Heart. Auf der kurzen Seite ausspielen können, aber... Ja, egal. Barbecue. Barbecue oder, Thrilling Tremors. Ich weiß, ich muss auf jeden Fall brutale Stärke mit dabei haben und Pop eigentlich auf dem Wraith. Hat irgendeinen Gen-Slowdown. Einen verlässlichen. Oh, nice. Sick Bodyblock, Alter. Teammate bedankt sich. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich habe guten Map-Pressure, aber die machen die Gens schon schnell, muss man sagen. Also, sie haben genug Gelegenheit. Ich wusste, dass du noch hier bist. Sie wieder, ne? Damit kriege ich dich auch jedes Mal mit Moonwalken. Die Palette ist halt einfach besser, instant zu droppen. Die aufzuheben ist... Ja, sie ist stärker, wenn sie unten ist, aber... Oh, das... Ich hätte dich jetzt einfach auf der anderen Seite gecatcht, aber okay. Sie hat den 50-50 gewonnen. Wait. Ich hätte den Gen jetzt kicken können, aber es wäre, glaube ich, egal. Ich habe ja keinen Pop mehr. Awesome. Okay, sie rennt weiter, das ist klar. Versucht mich wegzubringen. Ich slug jetzt. Mehr Map Pressure. Es sind drei Leute beschäftigt. Einer, der kommt, um zu heilen. Einen, den ich jag. Einer, der am Boden liegt. Dead Heart. Ah, das ist so geil mit Wraith. Wenn du cloakst, kannst du antäuschen, dass du schlägst. Sieht genauso aus, hört sich genauso an. Oh, ich habe den vierten Survivor. Sehr gut. Great. Pop hätte ich auch hier hinten. Ja, ist egal. Ist egal. Kick den Gen nochmal. Die können jetzt durch einen Bug schneller kriechen. Das heißt, sie kann sonst wo sein. Ach, sie ist schon hoch. Krieg das nicht mal mit dem neuen Overlay oder so schnell. Hi, was. Beobachtest du Vögel oder? Wie viele sind's denn? Oh, das schaffst du nicht. Oh, schaffst du nicht. Nur mit der Dart. Kein der Dart. Das ist aber natürlich schade. Dead doch beim nächsten Mal ein bisschen harder. So. Okay. Jetzt haben wir 8 Haken. Ja, ne? Wir haben 8 Haken. Jeder ist tot am Haken. Also, jeder ist auf Deathhook. Das ist ja amazing. Also, wie fair kann man sein? Lull. Normalerweise, in den meisten Fällen, hätte ich jetzt diese Spiele verloren, wenn ich so spiele. Aber... Ich finde das gerade nice, dass ich die Punkte mitnehmen kann. Gerade auch durch Thrill of the Hunt kriege ich noch extra Blutpunkte. Ich meine, Jagdpunkte sind mit dem Wraith jetzt nicht so das Ding, aber ihr wisst schon. Es hilft. Aloha! Oh, ärgerlich. Ja, da hätte der Pop wahrscheinlich besser gezündet, aber das weiß man halt immer nicht. Die hatte keinen Dead Heart. Das ist jetzt... 3 Leute sind hier. Warte mal, ich kann trotzdem meinen Mori verpassen. Ich habe zwar dann keinen Pop, aber... Oh. Das ist gut. Beschäftigt euch mal. So, war da hier so in der Mitte.
Yay! Unterarm-Action. Aha! Dünge den Pfarm, Alter. Pfarm. Ohne P. Sorry, das ist mir dazwischen gerutscht. Ist von oben runtergefallen. Von Pflanze eigentlich, aber... Oh, Nurse is calling. Ich bin auf die andere Seite gegangen, weil ich dachte, sie kommen da rum, aber... So, dich räume ich jetzt mit Vergnügen auch aus dem Weg. Es sei denn, sie kitet mich jetzt so lange, dass die anderen den Gen fertig machen können. Ich bezweifle es. So wie ich sie jetzt mehrfach gekriegt habe. Hier ist keine Palette mehr. Tja, Hasenherz. That hurt, yes! Yes, do it! Do it! Du willst es doch auch! So, ich hole mir von ihr jetzt aber mal einen Pop. Weil der ist wichtig jetzt. Sonst, machen die hier einen Abflug alle. So, der linke, ne? Oder? Ne, der hier. Rechte. Hi. Bitte nicht. Yes. Good job. Oh, ich bin daneben geglitten. That's what he said. Bitte warte da. Schade. Oh. Never mind. Easy. Hättest doch da stehen bleiben können. Passt schon. Wait. Ist er echt an dem Gen? Oh, du bist so ein Popel, Alter. Warum tust du das? Was ist der Deal, Alter? Ich wäre weg, Alter. Ich wäre in Narnia. Mann. Moin. Okay, cool. So, warte. Dich hake ich jetzt und die letzte kriegt einen Mori. Und dann ist perfekt. Dann können wir alle befriedigt ins Bett gehen. Würde ich sagen. Yeah. Hop, hop. Für die Points. For the players. Da. You're welcome. Oh, Hatch. Unlucky. Oh, unlucky. Yikes. Das müssten überall Maximum Punkte gewesen sein, wenn ich das jetzt so richtig im Blick hatte. Wait. Warte. 8. Nice. So. Sehr schön. Perfektes Wraith-Gameplay. Falls sich die Leute wundern, warum ich über 32.000 Punkte habe, wegen dieser Opfergabe, da kriege ich durch die Haken ein paar mehr. Durch diese Event-Haken. Wenn einer in der Runde das hat, das zählt für alle Seiten. Yo, sag mal, ist heute irgendwie Tag des Roten Waldes oder was? Fahr mal meinen Kopf. Naja, jedenfalls. Wir probieren das nochmal. Diesmal ein bisschen anders. Diesmal mit Nurse's Calling im Gepäck und vielleicht Haunted Ground. Haunted Ground ist immer so ein Gambling. Da weiß ich nicht, ob ich das gut hinkriege. Und die haben einen Key und die haben eine Opfergabe, dass die Hatch an der Killerhütte spawnt. Hi, Key-Guy. Nein, ich tunnel dich nicht, nein. Nein. You're free to go, Alter. Du kriegst einen Free Escape, natürlich. Ist doch kein Ding. Ist doch gar kein Problem. Wenn ins Landing. Wissen. Ja, bleiben gecloaked. Yep. So büße ich keine Geschwindigkeit ein und auch keine Distanz. Schaff's nicht. RIP. So. Wo soll denn hin? LOL? Ach, come on. Auf die zu schämen. So schlimm war... Naja. 10 Sekunden hast du durchgehalten. Easy. Das ist jetzt natürlich doof. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Oder die. Die in dem Falle. Sein Harem hier mal ein bisschen sprengen. Scheiße. Okay, da ist jemand. Schaffe ich das jetzt in den paar Sekunden, noch einen Hit auszuteilen? Das wäre huge. Oh, sie rennen. Oh, sie wissen. Ach,
Was, Yui auch noch mit der Taschenlampe? Ja, diese hier an diesen Assi-Safe. Safe 3 Walls hier. Ja, okay, das. Schade! Was war das für ein Sound gerade? Ach, scheiße. What? Oh mein Gott. Oh Gott. In den letzten paar Sekunden. Wait, tu es. Tu es, sei stupid. Oh, das ist fast so gut wie ein Insta-Down. Yes! Wesentlich spaßiger aber. Okay, good job. Good job. Wir haben immerhin 3 Perks. Okay? Hi. Nice to meet you. So. Es wäre mir jetzt eine mega Freude, wenn ich den... The fuck ist da hinten los? Wenn ich den Tab wieder finde. Oh, ich höre Raben. AFK-Raben. Im Schrank sitzt jemand. Unlucky. Was ist mit dir, Alter? Komm. Hände waschen und dann geht's weiter. Es wird jetzt hier nicht rumgekackt in der Gegend. Komm schon, dein Team braucht dich. Okay, das ist quasi verzögerte Hard Ground Value. Ja, können wir das geltend lassen? Mehr hätte ich da jetzt eh nicht rausgekriegt. An so schnellen Downs. Also, ne? Oh, wait. Wir sind fertig. Nee, warte mal, der Tap. Ich höre ihn grunzen. Wie wär's mit verbrennen? Nee, Yui? Okay. Wir haben eine Taschenlampe bloß zum Schmuck. Ja, sieht gut an dir aus. Okay. Ah, sick Bodyblock. Nee. Die Harten kommen in den Garten. Nee. Komm her, Kigai. Komm her. Keine Dead Heart. Oh, ich weiß, es ist ein elendiges Leben. Ja. Ja. So. Es wäre mir lieb, wenn er diesen Keller nie wieder verlässt. Die haben alle gecheckt, dass die Opfergabe existiert. Die haben alle gecheckt, dass er einen Key hat. Das heißt, wenn er den nicht mitnimmt, wenn er dafür keinen Addon hat, dann wird er auf dem Boden liegen und sie können sich ihn nehmen. Und es ist entsetzlich. Hi. Das ist auch entsetzlich, Alter. Ich wollte den poppen. Hallo? Ich kann auch nicht nichts poppen. Oh. Quick and quiet. Und live? Lol. Gar keine Jagd angefangen. Weißt du was? Ich würde gerne den Tab haben. I don't fucking care. Hi. Do it. Yes. Amazing. Kein Decisive. Sonst wäre der auf jeden Fall im Schrank verschwunden, aber ich traue dem Braten nicht. Könnte auch ein Bait sein. Ja, oh, sie ist weitergerannt. Alright. Na. Der gehört mir. Yui, zurück in deinen Schrank. Oder Feng. Was auch immer du bist. Du kannst es dir gerne aussuchen. Wir sind hier ein freies Land. Oh. Oh, hi. War doch eine Yui. Okay, der Tab ist hoch. Lol. Nee, ich will ihn, Alter. Den Sack mache ich zu. Oh, lol. Ja, der hat Balance. Stimmt, ich vergaß. Oh, der ist nicht mal hochgegangen. Fatsch. Oh, no. Und die Maus kann mich lange aufhalten. Aber er hat nicht das coole Fenster hier. Der hat das bisschen weniger coole. Shit. Hier hat er eine Palette. Drop. Oh. Der kommt hier durch. Yes. Ich hör's, Alter. An deinem zarten Kehlchen. So. Ich bringe ihn hier hin, auch auf dir gefallen, dass der Schlüssel da noch ziemlich zentral liegt.
Was soll ich machen, Alter? Ich kann... Was soll ich tun? Kann ich den wenigstens noch aufhalten? Oh, der ist noch nicht weit. Okay. Ich hab einen Skillcheck verkackt. Es war jemand hier. Ich guck gleich mal, ob der Schlüssel da noch liegt. Ja, oh mein Gott. Ah, damn it. Ah. Fun. Und die wissen alle, wo die Hedge ist. Ja, und er hat gedisconnected. Wenn die noch einen Gen machen, dann sind die alle raus. Alle zu dritt. Fun. Ich hab's gefaked. Na, Jui, was ist denn da? Was ist denn da? Oh. Oh, lol. Oben ist jemand am Gen. Okay, sie ist dann. Ich hänge sie trotzdem erst auf. Ja? Okay. Nee, der ist eh doof. Den wollte ich nicht. Der wackelt. Das ist doof gegen die Mac, die rennt immer weiter. Ja, ja, jetzt ist RIP. Hedge ist gespawnt, aber was soll ich da machen? Ich kann mich ja da nicht draufstellen. Die ist außen. Ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, mein Game Nummer 2. Und im Rücken voran. Yes! Great. Richtig gute Survivor würden so stehen, dass sie es noch zum Fenster schaffen, wenn du reinkommst. Also mit dem Fast Vault. Die stellen sich genau auf das Brett, wo du die Distanz noch hast. Oh, sehr gut gemacht. Deadheart würde dich retten. Deadheart rettet dich. Oh! Also für eine Sekunde. Cool. Danke dir, Digga, Deadheart. Wetten, die machen keine Gens. Wetten, die warten drauf, dass... Ja, ja, da ist es. Da ist es passiert. Ach, fuck me. Ist nur eine. Ist nur eine. Oh, lol. Die hat jetzt echt diesen egoistischen gemacht. Oh, ja. Unlucky. Unlucky. Ja. Sorry, aber ich gehe also den Kill holen. So eine Bullshit-Scheiße. Das fickt jetzt auch das ganze Team. Halt so, ne? Das ist doch jetzt doof. Wo soll das Mädel jetzt sein? Kann keine Gens mehr machen. Ich brauche die nicht mehr verteidigen. Da ist das halt so. Wenn sie auf der anderen Seite ist, kommt sie raus. Ich kann nichts tun. Wenn sie hier ist, kommen sie auch raus und ich kann nichts tun. Wait, sie ist hier. Okay. Sie macht erst auf, bevor sie rettet. Ist eine Idee. Aber nicht, wenn ich da bin. Weiß sie nicht, weil ich bin Wraith. Unlucky. Do it. Yes. Ich wollte es nochmal sehen. Ich wollte es nochmal erleben. Na, damn it. Naja. So ein Blödsinn, Alter. Du hast die ganze Zeit diesen Druck, tötest denjenigen, er lässt ihn einfach da und der nächste kann halt raus, so. Und lässt sein Team im Stich. So, ist halt ein Mann weniger, der irgendwas machen kann. Gens, ein Tor auf, retten. Ist halt so ein Bullshit. Halt, in so vielen Fällen ist es halt auch für die Survivor uncool, es sei denn, sie sind im Discord, so. Oder halt gerade zufälligerweise in der Nähe voneinander. Ich glaube nicht, dass das geplant ist, aber still. Keys are so much fun. Yeah.
GG all. Wenn der Killer sagt, Survival with Friends ist so hart, sage ich, ja, spiel mal Solo Queue. Ja. Ich fühle ihn. Genau, was ich sagte. Oh. Und bei die mit der Map, die könnte auch... Oh, das war ja eine beschissene Kombi, Alter. Kein Problem, ist nicht deine Schuld. Nee, ist nicht meine Schuld. Es ist auch nicht seine Schuld. Es tut mir halt auch leid. Aber da war jetzt auch nichts mehr zu machen für die. Jo, viel Spaß, Alter. GG Webplate. Jo, Dankeschön für die Runden, Leute. Beziehungsweise fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey!